Ein sehr persönlicher Schritt. Ich möchte das, was Oswald Fritz gemacht hat, persönlich nicht kommentieren. Aber ich bin ja jetzt nur 2 Jahre dabei. Und ich kann euch sagen, das ist ein Spagat. Also es ist ein unwahrscheinlicher Spagat zwischen den Schwarzen und den Grünen. Insbesondere dann, wenn man es ehrlich meint mit den Menschen und wenn man über das Thema Nachhaltigkeit nachdenkt, da würde ich sagen, das ist von der einen Ende der Welt auf die andere. Also so groß ist der Unterschied zwischen Schwarz und Grün, insbesondere auch beim Thema der Landesfinanzen. Also ich muss Ihnen sagen, nach 2 Jahren sage ich, eine schwierige Aufgabe für mich, aber wir von den Grünen, wir sind dort die Besten. Insbesondere... Insbesondere dann, wenn es auch um die Landesfinanzen geht, wenn es darum geht, diese in Ordnung zu bringen, weil wenn das jemand schafft, dann nur wir von den Grünen. Und wir haben dazu auch Konzepte vorgelegt, wir haben Vorschläge gemacht und ich werde jetzt im Folgenden in meinem Redebeitrag auf ein paar Themen eingehen, die insbesondere auch mit den Finanzen zu tun haben. Aber nachdem Sie wissen, im Mittelalter wurde der Überbringer der schlechten Nachricht, der bekanntlich geköpft, will ich jetzt gleich mal erst ein paar gute Nachrichten bringen. Also die gute Nachricht für alle hier im Saal ist die über 100.000 Euro verdienen, die werden es besser haben mit der Steuerreform, die diese schwarz-gelbe Regierung in Berlin angewendet hat. Ja? Die schlechte Nachricht für die unter 30, die werden die massiven Schulden dieser Steuererleichterungen zurückzahlen. Also so ändert sich das. Eben habe ich mit dem vorderen Journalisten sein iPod angeschaut, er hat die Schuldenticker-Uhr drauf. Wir haben jetzt über 1,6 Billionen Euro Schulden hier. Für einen 4-Personen-Haushalt heruntergerechnet sind es über 80.000 Euro, nur dass jeder weiß, welches Päckchen er zurzeit mit sich herumführt. Aber es dürfen sich noch mehr freuen mit guten Nachrichten, auch die Alleinerziehenden im ersten Moment zumindest, sie bekommen 20 Euro mehr Kindergeld. Aber das relativiert sich. Weil im Zuge des Steuerwegfalls bei den Kommunen haben viele Kommunen angekündigt, wir haben die Kindergartenbeiträge, wir werden bei den Kindertagesstätten die Gebühren hochsetzen müssen und für alle, die irgendwie Bus fahren, die Müllgebühren tragen müssen, die Abwasser zahlen müssen und ein durchschnittliches Einkommen haben, zu deren Lasten wird diese ganze Steuerreform ausgetragen, sie werden alle mehr bezahlen müssen. Und der Verschiebebahnhof wird eigentlich noch viel schlimmer. Der Gesundheitsfonds hat heuer 7,5 Milliarden Euro Miese. Die Kassen haben alle schon Zusatzbeiträge angekündigt. Die Arbeitslosenversicherung wird ein Defizit haben von 20 Milliarden. Die Pflegeversicherung ist völlig unterversichert, unterfinanziert. Und um alles das kümmern sich Merkel und Westerwelle, ich sag's mal wirklich, um einen Dreck. Massiv Schulden zu lassen der nächsten Generation, denen wird alles in die Schuhe geschoben. Aber was macht diese schwarz-gelbe Tigerente da in Berlin? Hotelgutscheine, Hoteliers werden geschenkt mit Steuererleichterungen. Ansonsten gibt es da nichts, was da positiv zu vermelden ist. Jetzt kennen Sie alle die Sendung Tigerentenclub am Sonntag. Eine wunderschöne Kindersendung. Und diese sympathische schwarz-gelbe Ente wird da immer so vorgeführt. Nur, was diese schwarz-gelbe Koalition macht, ist alles andere als eine sympathische Tigerente, sondern das sind finanzpolitische Hütchenschieber. Ich würde sagen, finanzpolitisches Harakiri-Bankentum ist das, was da vollführt wird. Jedenfalls mit der Zukunftsfähigkeit dieses Landes hat diese Regierung nichts zu tun. Man muss ja auch am Aschermittwoch immer mal ein bisschen fair sein, auch mit dem politischen Gegner. Ich muss eines sagen, der frühere Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg, der Günter Oettinger, hat schon im Herbst gesagt, dass mit dererlei Steuererleichterungen so eine Umverteilung, das geht nicht, muss man so ehrlich sein, hat der immerhin erlaubt, sich zu sagen, aber er wurde dann irgendwie weggelobt und sein Nachfolger, der Stefan Mappus, der sieht alles anders. Der findet es alles ganz toll. Er fühlt sich wohl als der Leichtmatrose auf dem Geisterschiff der FDP und schippert weiter auf dieser Westerwelle. Applaus
so ganz toll ist es mit ihm nicht. Eins ist er ja als der große Eisbrecher gestartet, um in Berlin alle Ruder herumzureißen, aber ich habe momentan den Eindruck, er ist eher so ein Einbrecher. Ein Einbrecher in das ordentliche soziale Gefüge dieses Staates. Und liebe Renate, ich bitte dich, nimm dich um diesen dummköpfigen Dampflauter ein bisschen an bei deiner Rede, weil sonst brauche ich zu viel Zeit. Ja, nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, jetzt haben wir in Baden-Württemberg einen neuen Ministerpräsidenten. Er findet das, was Schwarz-Gelb in Berlin macht, alles richtig. Er findet es toll, dass wir die Hoteliers mit Steuern entlasten. Aber um das, was er sich kümmern sollte, da kümmert er sich nicht. Wir haben überfüllte Hörsäle, wir haben einen Finanzierungsrückstau bei den Renovierungen landeseigener Hochschulen mit etwa 3 Milliarden. Und lieber Kollege Franz Untersteller, bei allem, was wir in unseren Gebäuden haben, sind wir bei der energetischen Ausstattung auf dem letzten Platz. Die letzte alte Bude von dem privaten Häuslersbau ist energetisch besser als wir im Schnitt bei den landeseigenen Gebäuden. Aber darum kümmert sich unser Herr Mappus nicht. Es klemmt bei der Umsetzung einer vernünftigen Bildungspolitik. Die Schulen fallen aus, Lehrer sind nicht da für den Ersatz. Und um alles, was sich Herr Mappus kümmert, sind A, Steuergeschenke für die Hoteliers und die Hauptschule als Bildungsideal. Nun, meine sehr verehrten Damen und Herren, der Ministerpräsident Mappus wurde ja letzte Woche gewählt. Und wir Grünen sind ja von Haus aus die Guten. Und personifiziert zur Gutmensch ist eigentlich die grüne Abgeordnete aus Oberschwaben. Also so würde ich das behaupten. Und ich habe deshalb dem Ministerpräsidenten Mappus bei der letzten Haushaltsdebatte anständig gratuliert, ihn beglückwünscht zu seiner neuen Aufgabe, wie sich das halt klärt. Ja? Dabei versucht ihm klarzumachen, dass er verstehen müsse, dass das alte Weltbild, das wir vor der Krise hatten, dass mit den Lösungen, die wir damals noch geboten haben, dass wir so Baden-Württemberg nicht weiterentwickeln können. Und ich habe Erwartungen an ihn geäußert. Ich habe gesagt, nehmen Sie diese Veränderungen auf, marschieren Sie nach vorne, bringen Sie das Land Baden-Württemberg mit moderner Politik nach vorne, denken Sie wie ein Kapitän, lenken Sie dieses Schiff Baden-Württemberg auch über die nächste Stromschnelle hinaus, also über das hinaus, über die Landtagswahl 2011 hinaus. Und Sie merken, wir sind als Opposition sehr konstruktiv. Wir meinen es mit dem neuen schwarzen Ministerpräsidenten auch gut. Er bekommt auch einen Rat. Und ich habe ihm, ich zitiere wortwörtlich gesagt, seien Sie mehr Kolumbus als nur der Neckarhafen-Kapitän der CDU. Haben Sie Mut, unser Bundesland zu neuen Welten zu führen. Also so mein gut gemeinter Rat. Ebenso habe ich ihn daran erinnert, dass wir Baden-Württemberg als Wirtschaftsstandort nur nach vorne bringen können, wenn wir die Ökologie und die Ökonomie vernünftig, klug miteinander verbinden. Gerade in den Kernindustrien, Fahrzeugbau, Maschinenbau, genau da brauchen wir diese Erneuerung für den Wirtschaftsstandort. Und ich glaube, das ist nicht mehr nur grünes Gedankengut, dass wir Ökonomie und Ökologie miteinander verbinden können, um erfolgreich zu sein, sondern Wirtschaft, Wissenschaft hat es schon längst gemerkt und wir brauchen diese Erneuerung, um auch zukünftig zukunftsfähige Arbeitsplätze zu haben hier in Baden-Württemberg. Wir brauchen das ohne Abwrackprämie, ohne das Kurzarbeitergeld und wir brauchen es mit zukunftsfähigen Produkten, die man auf der ganzen Welt braucht, um dort die Nachhaltigkeit auch zu installieren. Und genau wenn es darum geht, dann sind wir Grünen in Baden-Württemberg. Das ist die Ansage grüne Wirtschaftspolitik hier in Baden-Württemberg. Und glaubt mir, wir verstehen was von Wirtschaft.